Moinsen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Brickforce. Wir kloppen das übrigens gerade alles an einem Stück raus und deswegen ist auch immer noch der Happy XD dabei. Hi, hi. So, wir haben heute keine Challenge und zwar haben wir uns das gerade eben spontan ausgedacht. Wir müssen beide mit der... Ach ja, übrigens, um die Challenge jetzt wirklich mal komplett zu machen, du darfst nur mit der Moongun selten spielen, du darfst keine andere Waffe nehmen. Auch nicht Pistole oder sowas, nur Moongun. Ja? Und es geht ja halt darum, du darfst, man darf nur diese Waffe benutzen und wer am Ende mehr Score hat, gewonnen. Geht's. Ach ja. Scheiße. Ja, aber ich habe mehr Score als du random. Der ist ganz dahin, der ist ganz dahin. Score! Ja, aber das ist nicht ne... Score! Jawohl! Oh, du. Wo ist denn der andere Zombie? Der ist da, der ist da, der ist da gleich. Ach ja, Mann. Lol, habe ich gerade tatsächlich für den Zombie 0 Score gekriegt. Ja, weißt du, das, wir müssen mal sowas machen, weißt du, wie bei Programmen und PC Challenge Strike, dass wir so richtig mit Verlieren und so machen, ja, richtig mit Bestrafungen. Alter, du kannst aber auch stehlen wie ne, weiß ich was, ne? Das sagst du, du dumme Hure! Weh, lol, der ist der Zombie. Scheiße. Hauptsache ich krieg dich, ey, mehr muss ich nicht machen. Och nee, lass mir erstmal dich erholen. Komm, nein, der Moment! Da war das Warpy nicht ready. Dank dir hatte ich gerade nochmal Muni für den anderen gehabt. Hättest du mich nicht auf mich geschossen, hätte ich den anderen nicht bekommen. Hätte ich mich nicht geopfert, ne? Ja. Dank dir habe ich nochmal Muni bekommen. Ey. Alter, bin ich instant, das geht ja nicht. Das geht nicht, ey. Bist du schon wieder, ich hab Angst. Ja, ich auch. Nein, du Hure! Boah, Junge, ich muss den jetzt haben, den muss ich trollen. Jetzt rennt der Lappen ernsthaft weg, der rennt einfach nur weg, ey, mehr macht er nicht mal. Hä? Mann, das, der Alter, das kann doch nicht sein, ey, wo bist denn du? Leute, du bist Zombie, okay. Aber jetzt bist du wieder hier in Führung und so und das geht einfach nicht. Weißt du, nur weil mich der Zombie wirklich verfolgt, der stalkt mich richtig. So, wo ist jetzt der Letzte, okay. Ja, lol, jetzt hast du auch noch mehr Score als ich, ey, unverdient. Ja, total einfach. Ja, total einfach, unverdient, sage ich nur. Du kennst mich ja. Jeder, der mehr scored als ich, der hat den Score unverdient. Boah, jetzt rennen die mir echt ernsthaft schon wieder hinterher, ey. Oh, das will ich auch machen, wo bist du? Really? Geh. Oh nein! Nein, da hast du schon wieder so OP-Score abgesahnt, ey. Ja, auch. Jawohl. 6 Score, das mache ich noch. Das Ding läuft noch, mein Lieber, das Ding läuft noch. Was machen wir eigentlich, wenn wir punktgenau gleich viel Score haben? Ja, dann ist ein Unentschieden, aber ich würde mal sagen, das ist ja gerade ganz kritischer Hass zwischen uns beiden. Komm, Junge, friss doch! Mein Lieber, das ist dein Untergang, das weißt du, oder? Du bist ein Lappen! Alter, dein scheiß Prämie jedes Mal! Ist einfach so, ohne Prämie wäre ich jetzt echt am Arsch gewesen. Aber richtig, Junge! Oh, wie schnell bin ich denn hier tot? Weißt du eigentlich, wenn wir keine andere Waffe nehmen dürfen, dass wir jetzt auch nicht schlagen dürfen? Nee, also außer wenn du Zombie bist, ja? Fick dich. Ich will nicht die Zombie-Bug usen, das weißt du. Ach, sowas machen wir doch. Was? Ja, stimmt, wir benutzen ja nicht den Zombie-Bug. Das ist ja inoffiziell betrügt uns das Spiel. Manchmal rennen wir einfach mit Waffen rum, da können wir einfach nichts gegen machen. Ja. Im offiziellen Spiel laufen mit den Lappen hier auf dem Sack, die sich nicht immer umdrehen und einfach wegrennen. Ja, hatte ich gerade auch. Der ist sowieso weg, siehst du dich gar nicht mehr. Ist someone from Sweden. So logisch, dass du natürlich 500 Score mehr hast. Ja klar, als Zombie bist du einfach mal fucking OP, will ich nur mal dazu sagen. Ja komm, nur weil du wieder dein Scheiß ohne Prämie, wir müssen das mal nach gleichen Bedingungen machen. Hä, wir machen die gleichen Bedingungen. Alter Schwede! Hilf mir jetzt mal, jetzt kannst du mir auch mal helfen. Als ob ich dir nicht helfen würde, mein Lieber, du weißt doch genau. Hinter dir. Ja, dumme Hure, ey. Ich hab's gesehen. Das war mir so klar jetzt. Das ist erstmal der andere zu Ende. Guck mal, hier ist AC/DC drinne. Oh fuck, Alter, AC/DC kommt mir so sau bekannt vor, aber ich weiß gar nicht, war das eine Band? Ja, das war eine Band. Oh Gott, hast du gar keine Ahnung. Nee, du bist ja noch nicht so alt, wa? Ich bin ja schon so alt. Ja, ohne Spaß, ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, Bandtechnik und sowas. Ach genau, GP, du sagst immer, wir haben keine richtigen Themen, ne? Ja, genau. Ich hatte am Freitag meine erste Fahrstunde gehabt. Ach, und erzähl! Naja, also fürs erste Mal war ich schon gar nicht mal so schlecht. Bist du nicht ins Krankenhaus gekommen? Na, dann hast du es gut gemacht. Naja, nee, ich bin aber vorbeigefahren, sagen wir es mal so.
Hast du kurz den Falllehrer weggebracht und dann ging's weiter, ne? LOL! Zombies! Zombies! Zombies, Alter! Mit der, die Waffe ist ja mal so scheiße einfach nur. Da geht ja mal gar nichts. Weiß ich nicht, wo ich war, weil hier so viele Zombies sind. Wo war ich denn? Ich kann mich nur noch ans Krankenhaus erinnern. EP neben uns. Ja, ich weiß. Ach genau, ans Krankenhaus kann ich mich auch noch erinnern. Ja, stimmt, da war, hab ich mal ganz kurz so besucht. Scheiße! Alter, sind da Zombies, jetzt werden wir sterben. Jetzt werden wir sterben. LOL, lauf doch, Alter, lauf! Wir schaffen das! Ja! Schaffen wir das! Ja, wir können das schaffen. Oh, 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 der Low wird... Oh, Alter. Das geht gar nicht, ey. Wie, aber auch wie viele das sind einfach nur, ja? Das ist richtig schlimm. Ich, ohne Spaß, du kannst hier machen, was du willst. Wenn du mit der Waffe... Wir spielen übrigens, die meisten müssen ja auch wissen, was wir noch nicht gesagt haben, was wir aber machen. Wir zocken ohne Campen beide. Und wenn man nicht campt mit der Moongun, ist das manchmal ganz kritischer Hase. Score wie ich, ich verstehe das nicht. Ja, das nennt man Skill, mein Lieber. Ich würde mal sagen, ja, ich kann mich jetzt in den letzten beiden Runden. Was sagst du, der Aimbot? Oh, sorry, Leute. Ich bin immer noch ein bisschen krank. Also, ich würde mal sagen, die Challenge geht an mich, mein Lieber. Ey, ist noch nichts entschieden. Vielleicht fliegst du. Ja, stimmt, es sind noch. Ja, rausfliegen zählt nicht. Ach komm, ey. Wobei, wenn du wieder so eine OP-Runde hast, dann kann ich mir das sogar gut vorstellen, dass du das gewinnst. Ja, hinter uns. Erzähl doch mal ein bisschen was von deiner Fahrstunde, Alter. Ja, genau, jedenfalls. Ist es schwer? Naja, mein Problem ist einfach, dass ich auf der Fahrbahn bleibe. Also du hast irgendwie, wenn du zu Anfang, weißt du nicht, ob du zu weit rechts, zu weit links bist. Und hab ich übel Schiss und dann musst du ja mal aufpassen, dass du nicht im Gegenverkehr fährst. Das heißt, du musst. Ja, stimmt. Also, meine größte Angst bei einer Straße damit so leisten ist natürlich, in den Gegenverkehr reinzufahren. Boah, Junge, ey, du bist echt ein bisschen paranoid, nee, oder? Nee, es ist aber. Es ist so, du musst nach rechts in den Spiegel gucken, damit du weißt, ob du auf der Fahrbahn bist. Das heißt, du musst nach vorne und gleichzeitig nach rechts gucken, weil du auf den Gegenverkehr gucken musst. Two-Eye Joe, sage ich nur, mein Lieber. Ja, und. Das war richtig schwer für mich. Weißt du, da hast wahrscheinlich einen auf hier Heidi das schielende Opossum gemacht, oder? Vor allem, wie machen denn das die richtige Autofahrer? Die müssen das ja auch die ganze Zeit machen. Alter, mein Vater, bei dem ist das so, weißt du, der guckt ja ungefähr alle 5 Sekunden einmal in den Rückspiegel. Wenn dann einer angerast kommt, dann bleibt der auch mit dem Kopf, guckt er wirklich so nach hinten aus dem Auto und guckt dann nur noch so einmal alle 2 Sekunden nach vorne. Ja, der guckt ja im Prinzip länger nach hinten als nach vorne, wenn er das Auto vorbeifährt, dann ist der wie so eine Katze, dann guckt er wirklich so mit dem Kopf so hinterher. Und dann wird noch meistens gehupt und dann kommt noch meistens noch der Spruch Arschloch. Dann ist mein Vater, wie er lebt und lebt, wenn er Auto fährt. Es ist übrigens bisher nur ein einziges Mal passiert auf dem Weg, weil ich bin ja jetzt wohl in der Nähe Zwickau, kann ich ja mal sagen. Und da ist ja in der Nähe Chemnitz, ja? Und da in dieser Nähe, muss ich immer hinfahren zum... Nein, oh fuck, fuck. Ja, ich wollte gerade die Pistole nehmen, oder muss... Ja. Und da bei uns in der Nähe ist ja Chemnitz. Und auf dieser Fahrt ist bisher noch kein einziges Mal passiert, dass mein Vater nicht mindestens einmal hier einen anderen Autofahrer angehupt hat. Er ist übrigens der einzige Autofahrer auf der ganzen Autobahn, der solche Leute anhupt, will ich nur mal dazu sagen. Nochmal schön Score gepumpt, weil ich mich Zombie machen lassen habe. Ja. Was aber auch gewesen war, ich meine, dann könntest du auch Fragen stellen, wenn was. Oh Gott. Das war jetzt unklug, ich hätte die beiden gekriegt, das weißt du, oder? Ja, deswegen ja. Da! Ah! Ich hab meinen Herzschlagrad an dem Moment angehabt und sah, du bist hinter mir. Oh shit. Weißt du, ich bin sogar extra ruhig gewesen, damit du nicht weißt, wo ich bin. Ich hab sowieso kein Ton an. Na, ich auch nicht. Ich bin ganz ehrlich, ich zock lieber ohne Ingame-Sound, weil Ingame-Sound, finde ich, ist irgendwie manchmal hammernervig. Boah, Alter, hab ich gefressen. Jetzt hab ich immer noch nicht das peinliche erzählt. Jedenfalls... Mann. Wir schweifen zu leicht ab. Ja, ich krieg die ganze Zeit einfach nur Nates ab, das regt mich so. Ja, komm, jetzt erzähl. Du könntest ja auch Fragen stellen, wenn du mal was wissen wolltest oder so. Und... Magst du, ich bin Brickshot. GG. Nice. Ich frag noch so, mit welchem Gang man bis welche Geschwindigkeit fahren kann, weil du hast, das hängt ja immer vom Gang ab, du musst ja umschalten. Ja, ja. Und guck dabei die ganze Zeit auf den Tacho und guck auf den Tacho und auf einmal greift mir mein Fahrlehrer ins Lenkrad und sagt, bist du verrückt, du kannst doch nicht die ganze Zeit aufs Tacho Tacho gucken. Ich wäre beinahe richtig gegen den Baum gefahren, aber so richtig. Ich hab die ganze Zeit nur aufs Tacho geguckt.
Ohne Spaß, wäre so Premium gewesen, wenn du gegen den Baum gerast wärst, ey. Ich hätte so da gefeiert. Da hättest du mich heute nicht hier gehabt. Das ja, stimmt, auch wieder wahr. Dann würde ich das hier gerade allein moderieren. Wobei, im Krankenhaus hat man doch WLAN, oder? Oh, ich glaube, da könnte ich dann aber nicht, könnte ich nicht meine Finger bewegen oder so. Ja, komm, so schlimm, dass du querschnittsgelähmt bist, denke ich nicht. Ja, das war mit 80, das ist schon ordentlich was. War mit 80? Wo bist denn du gefahren? Landstraße? Ja klar, das war meine erste Stunde, da übst du erstmal nur so ein bisschen. Ach, nur so ein bisschen Landstraße, ne? Muss, eine Frage, kennst du das Buch Chick? Warte mal, dieser F44 schreibt gerade, dass ich ihn beobachten soll. Oh Gott, ey, jetzt, weißt du, jetzt habe ich mich gerade zurückgelehnt, kraul gerade meine Eier, hab gerade mit dem Fuß auf der Tastatur rumgeschaltet. Auf einmal geht die Runde wieder los, ey, voll stressig hier. Soll ich denn dann nochmal beim Eierkrauen? Ja! Müsst ihr mich wissen, vorhin sag ich so, ja, komm, ich komme jetzt meine Eier, und da schlägt mich Happy im Brickforce und meint so, ich helfe dir. Das war schon ziemlich lustig. Wir müssen das mal zeigen, wie ich das gemacht habe. Oh Gott, da steht der Zombie direkt vor mir. Ja, steal den halt noch. Guck mal, wir haben umgedrehten Score. 2-4, du hast 4-2. Lol, Tatsache, das fällt mir erst jetzt auf. Wow. Ich lass dich recken, mein Lieber. Alter, die haben alle beide nichts. Ich weiß. Du bist so ein Penner. Ich hab den auch beiden richtig viel vor. Also, das war jetzt natürlich ein Witz. Natürlich hätte ich dich nicht recken lassen. Ist klar. Jetzt bist du fällig gepillt, aber richtig. Auf jeden. Das hier, Mama, von wo ist denn das hier mit Fällig? Das ist so eine Kinderserie. Fällig? Ja, das habe ich, ohne Spaß, das habe ich noch nie gehört. Fällig, was ist denn das? Fällig? Ist jetzt Fällig? Mann, wie heißt denn das Fällig? Mann, wenn du Fällig? Bist jetzt dran, so, was heißt, Mann? Fällig. Aber mit D meinst du, mit Doppel-D, Fällig. Ah, ja, okay. Ja, das. Du hast ja komisch betont, du hast die ganze Zeit fällig gesagt mit L. Da hab ich die ganze Zeit gedacht, ja, so, fällig. Hä, fällig, so fällig, ja, im Sinne fällig. Von Katzenhaare oder sowas. Fällig mit Doppel-L, ja. So, letzte Runde, ich will ja nicht pushen, aber ich hab gewonnen. Ey, du wolltest doch noch rausgehen, hab ich gehört. Was will ich? Du wolltest doch noch rausgehen. Ich hab immer noch die falsche Granate angelegt. Was hast du? Das liegt nur daran, dass ich die falsche Granate die ganze Zeit. Ach so. Nein! So eine Scheiße hier! So eine Scheiße! Boah, Junge. Wie der Kleine aber keinen Schaden nimmt, das ist so klar. Den habe ich 3-4 Mal getroffen. Ja, ich hab's gesehen. Moment. Sorry, ich muss hier immer noch mal ab und zu manchmal. Och nö, jetzt kommt mir auch noch der Kleine entgegen, ey. Oh. Ah, ohne Spaß, der Kleine hab ich nicht mal getroffen, der hat mich einfach nur geblockt, ey. Scheiße, hätte ich nicht getroffen, wären die alle dran gewesen. Ey, keine Sorge, ich hol mir die jetzt. Wow, da fliegt mir erstmal das TNT entgegen. Lol, okay. Und da habe ich den Jump auch noch verkackt, ey. Ach, die sind schon wieder alle weg, Manu. Lol. Das hat er tatsächlich... What the fuck ist die Waffe OP, ey? Ich war ja mal mehr als instant. Ich war wirklich einfach nur gerade instant. Ja, mit der Dingens kannst du One-Hit 100 live ziehen. Über 100 live sogar. Echt jetzt? Ja, wenn du jetzt welche ohne Rüstung hast und mit der einen Schuss machst, sind die One-Hit, wenn du Brickshot gibst. Im Ernst? Also jetzt ja, mit ja. Der seltenen Lone? Im Ernst? Mit der normalen Lonester schon. Ich hab ja die normale Lonester. Hätte ich nicht gedacht, muss ich ehrlich sagen. Aber echt, hätte ich auch nicht gedacht, aber es ist echt so. Schade, weil ich dachte, es ist ja meiner. Also gut, Leute, würde ich mal sagen, habe ich diese Challenge ganz, ganz easy gewonnen, was der Happy machen muss. Das war so knapp, Alter. Alter, willst du, wie wär's mit der geilen Bestrafung? Drehen wir gleich das Video hinterher, let's play. Du musst ohne Rüstung spielen, ja? Also gut, Leute, das war's dann. Wir sehen uns dann gleich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao. Ciao.